Die SPÖ ist gescheitert. Erstens wieso einmal. Ist die SPÖ Entschuldige, du kannst doch nicht ein durchsichtiges parteipolitisches Taktierereispielchen am Rücken der Ängste der Österreicherinnen und Österreicher machen. Dass die Neos das machen und die FPÖ, das ist frevelhaft genug. Bei der Freiheitlichen Partei, der ist eh Hopf und Malz verloren, das wissen wir seit Strache, Ibiza und Co. Aber dass die SPÖ in der Situation glaubt, sie können ein paar Wählerstimmen lukrieren, weil sie die Ministerin anrennen lassen bei einer Maßnahme, die grundvernünftig ist, wo ein Mensch, der ein ökologisches Grundbewusstsein hat wie ich, sagt, in der Not müssen wir halt leider, damit die Österreicherinnen nicht leiden, das anheizt. Nicht einmal mehr 50% der Gasimporte stammen aus Russland in Österreich aktuell. Okay? Die Abhängigkeit von russischem Gas kann bis 2027, da gibt es Berechnungen und Studien und Analysen, absolut minimiert und beendet werden. So wie das auch in Deutschland passiert. Bis wann? Bis 2027. Da verlieren wir aber ganz schön lang.